Er meint am Ende, je, klingt auch nicht gut, haben wir dann stehen gelassen. Das heißt, am Ende habe ich nur von 4 Leuten erzählt, mit denen es irgendwie näher ging, mit denen es besser lief, und dann wurde halt nichts draus. So. Dann habe ich aber jetzt alleine Musik gemacht, ich habe anderen Leuten geholfen, ich habe anderen Leute supportet, ich habe mit anderen Leuten geredet, aber nie gesagt, hey, wir machen zusammen Musik. Ich habe einfach nur gesagt, weiter so, freut mich und so. Und ich habe noch andere, an die ich denke, die auch Musik machen. Nicht nur in Deutschland, aber ich sage, nö, es muss jetzt richtig klappen. Es muss wirklich inhaltlich das Gleiche sein. Es muss wirklich sich ergänzen. Es muss wirklich positiv sein. Es müssen religiöse Menschen sein. Es müssen aufgeklärte Menschen sein. Es müssen Menschen sein, die auch so Werte der Menschlichkeit haben und die nicht einfach irgendeinen Ignoranten, irgendeinen Negativen, irgendetwas Schädliches reproduzieren und einfach ankommen wollen, einfach beliebt sein wollen. So, und das habe ich mit ihm gefunden. Wir beide sind echt durch Scheiße gegangen, alleine und zusammen. Und habe gesagt, hey, wir machen das. Also, wir haben nicht vorher gesagt, dass wir es machen, sondern er hat einfach gesagt, hey, kannst du mir da helfen? Ich so, ja, ich kann dir gern helfen. Und er hat gesagt, du kannst sogar was raufsingen. So. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ist es jetzt so ein perfekter Song geworden. Ich mag das noch viel mehr, als was es vorher war. Und wir werden so weitermachen, wenn Gott es will. Und ich wollte einfach nur sagen, durch die ganzen Enttäuschungen und das Warten und die Geduld habe ich gelernt, auf niemand anderen zu warten, sondern es selber zu machen. Und dann diese Erwartungen an mich selber zu haben. Und ich habe gelernt, auf die richtigen Leute zu warten. Denn ich kann nicht alles alleine machen und ich möchte auch nicht alles immer alleine machen. Aber es muss mit den richtigen Leuten sein, damit man an einem Strang zieht, damit man nach vorne geht, wenn man nach vorne gehen will und nicht mal Schritte zurück macht oder irgendwelche Leute, die links und rechts verschwinden wollen, so an der Hundeleine haben muss und wieder zurückziehen muss. Nein, es geht da lang. Also man muss eine Vision haben, man muss gemeinsam wirklich fokussiert sein, das Gleiche zu wollen. Und darum ist am Ende genauso gut gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich habe meine Stimme gefunden als Künstler. Ich habe so auch meine Werte nochmal vertieft und ich weiß genau, was ich machen will, für wen ich es machen will und wie ich es machen will. Und jetzt in meiner gefestigten Identität kann ich einfach rausgehen und sagen, hey, passt das mit dir zusammen und mit dir passt das nicht. Ich muss auch jemand anderem schreiben und sagen, hey, bist echt nett und danke für die Möglichkeit und du hast auch ein tolles Studium und er kann deine Songs woanders abmischen lassen. Also sie würden sofort hochqualitativ klingen, aber das ist nur im Ohr. Das, was dann im Kopf ankommt oder im Herz ankommt, ist halt schädlich, weil er halt, wie gesagt, über alles Mögliche reden will. Und das passt bei mir nicht. Ich will nicht mal sagen, ihr macht euer Ding und ich mach mein Ding. Denn wenn die dann alles auf einen Track kommen, dann beißt sich das. Und das hatte ich schon ein paar Mal. Und darum will ich das nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich jetzt meinen Bro hab. Und jetzt geht's einfach nur nach vorne. Parasit, Johnny Ador, danke Gott, kommt raus.